Stressen dich viele Vorzeichen? Was sagst du dann zu Fis-Dur? Das sind 6 Kreuze, absoluter Horror. Schau dir dieses Video an, dann wirst du es lieben. Klar, um keine Sorgen wegen der vielen Vorzeichen zu haben, brauchst du Routine. Da ist einiges an Vorarbeit nötig. Das geht nicht von heute auf morgen. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Und selbst das reicht nicht aus, um am Ende Freude mit deinem Stück trotz der vielen Vorzeichen zu haben. Wie in der Etüde Nummer 46 von Franz Wilhelm Ferling Freude aufkommen kann, dazu gleich mehr. Zuvor müssen wir darüber sprechen, wie du routiniert mit Vorzeichen umgehst. Ich nenne die Methode Fingergedächtnis. Wenn du so viele Vorzeichen wie bei Fis-Dur siehst, es sind 6 Kreuze, dann ist das Naheliegendste erstmal übe die Tonleiter. Ja, tatsächlich, du trainierst natürlich sehr gut deine Finger damit, doch es ist auch mühsam. Es verlangt Geduld und Disziplin. Für die Etüde Nummer 46 macht das jedoch tatsächlich Sinn, denn schau mal in Takt 37 und 38 kurz vor Schluss, da ist eine astreine Fis-Dur-Tonleiter. Fingergedächtnis bedeutet hier, dass du in Fingern denken kannst. Übe die Tonleiter so langsam, am besten auch noch im Legato, dass du von Ton zu Ton die Fingerbewegung wahrnehmen und bewusst führen kannst. Und eben nicht mehr daran denkst, welcher Ton jetzt als nächstes mit welchem Vorzeichen kommt. Ich selbst war in meiner Zeit als Saxophonstudent ein Tonleiter-Fetischist. Ich habe täglich mehrere Stunden mit Tonleitern zugebracht. Doch ehrlich gesagt, wenn du nicht gerade eine professionelle Laufbahn als Saxophonist einschlägst, dann lass das sein. Konzentrier dich vielmehr darauf. Übe von Ton zu Ton, beziehungsweise kleine Motive im Kreis, und zwar ganz langsam. Trainiere so dein Fingergedächtnis. Das wirklich Entscheidende ist nämlich, trotz großer Tonleiterroutine deine technischen Fertigkeiten auf das Stück zu übertragen. Und du kennst das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Trotz Tonleiterkenntnis musst du die anspruchsvollen Stellen in deinem Stück extra üben. Wie geht das nun ganz konkret? Nehmen wir gleich mal den Einstieg zur Etüde. Cis, Eis, Gis, Fis. Jeder Ton hat ein Kreuz. Mache dir die Fingerbewegung von Ton zu Ton klar und du wirst merken, es ist gar nicht so schwer zu spielen. Cis, Eis, greifen. Eis, Gis, greifen. Gis, Fis, greifen. Was ist eigentlich das Problem daran, an die Töne zu denken? Bis du einen Ton identifiziert hast, da vergeht ein Moment. Was? A ist? Wie greife ich denn den? Erst nach der Bestimmung des Tones kann nämlich der Befehl vom Gehirn an die Finger gegeben werden, sich zu bewegen. Dieser Befehl passiert dann meist schon unbewusst, weil die Zeit läuft ja weiter und du solltest vielleicht schon an den nächsten Ton denken. Genau an diesem Punkt passiert dann der Fehler. Weil die Aufmerksamkeit für den Griff fehlt, kann es schief gehen. Vielleicht schaffen es deine Finger irgendwie, den nächsten Ton zu greifen, doch eben nur gerade so. Und womöglich sind sie genau ab diesem Punkt dann schon verkrampft. Meine Lösung dazu? Ich lasse das Töne identifizieren einfach weg und spüre gleich die Fingerbewegung, die stattfinden soll. Ich unterstütze also mein Gehirn, den richtigen Befehl an die Finger zu geben. Das ist auch beim Erlernen der Melodie viel einprägsamer, weil es nicht nur im reinen Denkvorgang bleibt, sondern du nimmst die Körperbewegung wahr, die auch noch mit einer Klangveränderung verknüpft ist. Fingerbewegung spüren plus Klangveränderung hören. Das ist viel einprägsamer und nachhaltiger, als abstrakt zu denken und sich dann noch womöglich zu ärgern, dass es schon wieder der falsche Ton war. Schau es dir an. Fis, Es, Dis, Cis. Wechsel vom Mittelfinger auf den Zeigefinger, mit 3 Fingern greifen und alle Finger explosiv heben. Also wenn ich direkt an die Finger denke, dann, also in Fingern denke, dann ist es für mich konkret nachvollziehbar.
Die Notennamen, die sind ja erstmal ungewöhnlich. E ist Eis, das wäre wenigstens lecker. Also wenn ich mir so die Fingerbewegung klar gemacht habe, dann kann ich es auch spielen und spüre ganz bewusst von Griff zu Griff. Denke in Fingern, trainiere dein Fingergedächtnis. Damit erreichst du eine Selbstverständlichkeit und Geschmeidigkeit in deinen Fingerbewegungen. Das klingt dann schon richtig gut. Doch es reicht nicht aus. Um deine Zuhörer emotional zu überzeugen, da braucht es mehr. Da braucht es eine Spielidee. Die wird dir helfen, einen authentischen Ausdruck zu vermitteln und so dein Publikum zu überzeugen. Wie kommst du nun zu dieser Spielidee? Indem du dir Struktur und Charakter deines Stückes, dieser Etüde, genauer anschaust. Wenn du schon frühere Videos von mir zu den Ferling-Etüden kennst, dann kennst du auch schon den Strukturcheck. Dieses Mal möchte ich dir eine besondere Methode zeigen. Sie stellt eine super effektive Lösung für alle Stücke dar. Die Reduktion. Dabei lassen wir tatsächlich Töne weg. Wir spielen nur und hören uns nur das Grundgerüst, die Essenz des Stückes an. Das sind zunächst einmal die Betonungen auf Schlag 1 und 3, beziehungsweise die Synkopen. Und da nehmen wir auch gar nicht mal alle. Hör dir das mal im A-Teil an. Die Etüde Nummer 46 ist ein Marsch. Das typische Zweierfeeling wird hörbar, wenn du die Betonungen sehr deutlich machst. Den Charakter des Stückes empfinde ich als jugendlich, frisch, überschwänglich, vielleicht sogar frech. So versuche ich nun, das Tongerüst zu gestalten. Höre dir das im A-Teil einmal an. Und dann fülle ich diese Grundmelodie auf. Ich spiele auf diese Haupttöne, Betonungen, Zieltöne, wie auch immer du sie nennen magst, hin und entspanne danach deutlich. Die Grundmelodie soll ganz klar herauskommen. Da es sich bei dieser Etüde um einen Marsch handelt, bleibe ich für mich im Bild der Wanderschaft. Ich sehe da einen jungen Menschen, der überschwänglich durch die großartige Natur wandert, vielleicht tänzelt, manchmal sogar springt. Im B-Teil ist diese Freude am Wandern an der Natur immer noch spürbar. Doch die Linien werden lyrischer, ruhiger, vielleicht sogar getragener. Ist das womöglich der Wegstrecke geschuldet, die unser junger Mensch schon zurückgelegt hat, womöglich im A-Teil zu stürmisch begonnen hat? Ich glaube ja übrigens, dass es eine junge Frau ist. Wie komme ich jetzt darauf? Naja, diese Etüde erinnert mich an die Wanderungen mit meiner Frau. Und sie verliert nie das Genießen an der Bewegung, an der Natur, selbst wenn die Beine mal schwer werden. Musst du jetzt auch an meine Frau denken? Nee, du kennst sie ja gar nicht. Also, es geht auch um etwas anderes. Es geht nämlich darum, dass du dir ein Bild entwickelst und das nach und nach immer detaillierter ausgestaltest. Dann hat das Stück etwas mit dir zu tun. Hör dir mal im B-Teil die Grundmelodie aus den Haupttönen an.
Die komplette Version des B-Teils kannst du dir später anhören, wenn ich die Verlängetüde als Ganzes vorspiele. Vielleicht erinnerst du dann noch die Haupttöne. Der Schlussteil ist für mich besonders. In dieser Etüde gibt es nämlich keine Reprise. Außerdem haben wir uns noch weiter von diesem Überschwang des A-Teils entfernt. Es bleibt eher ein ruhiger, feiner Genuss übrig. Ich habe auch noch viele Fragen zu diesem Schlussteil. Schon der Einstieg mit diesem durchgehenden Diminuendo. Das würde ich erstmal so spielen. Doch so klingt das irgendwie komplett anders als bisher der Charakter dieser Etüde. Ich finde sogar, es klingt fad. Schauen wir uns wieder die Haupttöne an. Die beiden E-Is in Takt 33, die sind schon mal der Schlüssel, damit es nicht zu fad wird. So erreiche ich auf verständliche Art und Weise das Piano in Takt 34. Linear klingt das Diminuendo zwar auch ganz schön, aber schön reicht hier nicht aus. Wenn ich diese beiden E-Is mehr ausspiele, dann bin ich auch mehr beim Marsch und damit kann ich etwas anfangen. An dieser Stelle des Marsches habe ich schon einige Kilometer in den Beinen. Und dann gibt es in Takt 37 noch die Tonleiter. Was machen wir jetzt damit? Wenn ich an den Einstieg denke, an diesen jungen Menschen, überschwänglich, frech, ist das jetzt hier jemand völlig anderes, der hier unterwegs ist? Und wo führt die Tonleiter eigentlich hin? Fehlt da nicht der Anschlusston Gis, der sich dann zum Fis auflöst? Diese Tonleiter hier ist also nichts anderes als eine Verbindung von dem Hauptton E-Is in Takt 37 auf Schlag 1 zum Gis in Takt 40 auf Schlag 1. Ich spiele mal nur die Haupttöne dieser Stelle vor. Im ganzen Schlussteil gibt es nicht mehr so viele Haupttöne wie im A- und B-Teil. Das ist auch ein Grund für die Ruhe, die jetzt hier einkehrt. Oder sind es doch die schweren Beine? Es sind aber auch farbige Haupttöne, die wir im Schlussteil hören. E-Is, A-Is, Gis-Is. Die gab es so vorher in den Teilen nicht. Die Landschaft, die ist also immer noch bunt und großartig. Das Wetter ist super. Ich genieße es sehr. Und mit der Tonleiter, da sind wir auch bald schon am Schluss angekommen. Das ist ein Grund für erneute, überschwängliche Freude. Deshalb kann ich auf dieser Tonleiter auch ein Accelerando machen und auf dieser punktierten Achtelpause eine kurze Fermate. Hör dir das mal an. Ist dir etwas aufgefallen? Seitdem wir über Charakter und Struktur der Etüde sprechen, habe ich die Töne zwar benannt, aber nicht mehr thematisiert. Hast du jetzt noch Sorge wegen der vielen Vorzeichen? Oder freust du dich schon darauf, die Etüde als Ganzes zu hören und vielleicht sogar selber zu spielen? Ich feiere die Etüde Nummer 46 total. Genau über dieses Stück hätte ich 3 Videos machen können. So viel bietet sie. Mach dich dran, es lohnt sich. Ob du jetzt Fis-Dur liebst, dich auf Fis-Dur freust, das weiß ich nicht. Aber es geht um die Musik, die du liebst. Egal, wie viele Vorzeichen da notiert sind. Verinnerliche die Töne von Fis-Dur, indem du dein Fingergedächtnis trainierst. Denke in Fingern. Erarbeite dir eine Spielidee, indem du Struktur und Charakter beachtest. Reduziere die Melodielinien. Und ich habe noch einen besonderen Service für dich. Ich habe die Noten zu diesem Stück für dich vorbereitet. Unten in den Videobeschreibungen findest du den Link dazu. Melde dich zu meinem Newsletter an, du erhältst direkt die Noten. Und nun höre die Etüde Nummer 46 von Franz Wilhelm Pferling als Ganzes an. Musik
Hier auf YouTube gibt es unzählige Saxophon-Tutorials. Ich unterrichte seit über 25 Jahren und ich freue mich, wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. In der Videobeschreibung habe ich dir noch ein weiteres Video von mir verlinkt zum Thema Schnelligkeit auf dem Saxophon. Es ist mein Anliegen, dass du mit Leichtigkeit dein Saxophon spielen kannst und dein Lieblingsstück wirklich lebendig klingt. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.